Als heute Mittag im Ö1-Journal SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder dem burgenländischen Landesparteiobmann noch rät, die Gespräche mit den Freiheitlichen rasch zu beenden und sich der ÖVP zuzuwenden, sind diese Gespräche tatsächlich rasch beendet. Allerdings gegenteilig als gewollt, mit einem Handschlag und einer Einigung zwischen SPÖ und FPÖ. Noch ehe also der Widerstand allzu groß hat werden können, hat Burgenlands Landesparteiobmann Nissl nach 2 Tagen Verhandlungen mit den Freiheitlichen eine neue Ära in der Sozialdemokratie eingeleitet. Und die beginnt nicht gerade harmonisch. Viele richten, so wie die Parteijugend der burgenländischen SPÖ aus, einen schweren Fehler zu begehen. Und nicht nur die Parteijugend artikuliert heute Bedenken. Es geht rund in der SPÖ, weniger vor den Kameras, denn die Demonstrationen gegen die neue rot-blaue Koalition im Burgenland sind rein zahlenmäßig durchaus überschaubar. Vor dem Landhaus in Eisenstadt und vor der Bundesparteizentrale in Wien demonstrieren lediglich eine Handvoll gegen den Tabubruch in Rot. Wir treten ganz klar gegen Faschismus auf, ja. Und es gibt einfach in der FPÖ immer wieder genau andere sozusagen Aussagen und auch Taten. Und was auch auf, anderer Ebene, wenn man sozusagen nach Kärnten blickt, dann weiß man, was auch die FPÖ auf einer anderen Ebene für ein Desaster auch hinterlassen hat. Hier demonstrieren vorwiegend die Jungen, doch die Wiener Sozialdemokraten, viele altgediente Genossen sind vor allem abseits der Kameras entsetzt. Der ehemalige Finanzminister Androsch kritisiert etwa im Standard die Führungslosigkeit der Bundes-SPÖ. Auch Ex-Finanzminister Latziner kritisiert gegenüber der ZIP 2 den burgenländischen Weg. Unterstützung bekommt Nissl vom Bundesgeschäftsführer Darabosch und vom Kanzleramtsminister Ostermeier. Noch im Ö1-Mittagsjournal appelliert SPÖ-Klubobmann Schieder in Richtung Burgenland, es doch noch einmal mit Rot-Schwarz zu versuchen. Doch da ist die Entscheidung schon gefallen. Gegen 14 Uhr verkünden SPÖ und FPÖ die Einigung. Mit der FPÖ, das sage ich auch dazu, haben wir von Beginn an den Eindruck gehabt, dass man in etlichen Punkten einen Konsens finden kann und dass man hier ein gutes Koalitionsübereinkommen auch abschließen kann. Und das haben wir einstimmig so analysiert. Bundeskanzler Faymann reagiert lediglich mittels Aussendung. Eine derartige Konstellation kommt für die Bundespartei nicht in Frage, so Faymann und weiter. Jeder hat seine Vorgangsweise dort zu verantworten, wo er von seinen Wählerinnen und Wählern sowie seiner Partei gewählt wurde. In der Steiermark kann sich Faymann nun ausgerechnet jetzt auf seinen alten Widerpart Franz Voves verlassen. Der schließt nach wie vor eine Koalition mit der FPÖ aus. Unklar ist aber, ob nun nicht etwa Hermann Schützenhöfer von der ÖVP Appetit auf eine Zusammenarbeit mit den Freiheitlichen bekommt. Das ist nicht meine Priorität, aber ich schließe nichts aus, weil ja der Wählerwille zu gelten hat. Und ich bin ein Verhandler. Ich habe, wie gesagt, mit allen schon relativ gute und offenherzige Gespräche geführt. Jetzt geht es darum, dass wir in die Tiefe gehen. Vor allem die Wiener Genossen haben es nun schwer. Setzen Sie doch für den Wiener Wahlkampf voll auf das Match SPÖ gegen FPÖ. Das funktioniert jetzt kaum mehr. Und die Frage ist, ob überhaupt in der kurzen Zeit ein Strategiewechsel in Wien möglich ist und wenn ja, ob er funktioniert. Ich sehe kurzfristig hier kaum einen Ausweg. Ich erwarte eher, dass die Wiener SPÖ auf der Strategie der Ausgrenzung draufbleiben wird und diese eher vielleicht sogar noch mehr verstärken wird unter dem Motto jetzt erst recht. Eines hat die FPÖ jedenfalls schon jetzt dank des rot-blauen Dammbruchs in Burgenland geschafft. Sie ist plötzlich wieder in einer Regierung. Hätte man vor wenigen Wochen auch nicht darauf gewettet.